Moin. Ich wollte euch in den nächsten 90 Sekunden kurz über einen Brief aus dem Bundesfamilienministerium informieren. In diesem Brief wird darüber informiert, dass in den Bereich der Kitas in den nächsten 2 Jahren von Bundesseite aus über 2 Milliarden Euro fließen. Entlastung der Eltern, Ausbau der Kita und Investitionszuschüsse für die Kommunen, vieles weiteres mehr. Aber eines wird eingestellt, und zwar die Sprachkitas. Die Sprachkitas war ein besonderes Programm des Bundes, die dafür gesorgt haben, dass Kinder, die vielleicht von zu Hause aus nicht die deutsche Sprache als Muttersprache mitbekommen haben oder die noch einige Defizite haben, Unterstützung und eine extra Förderung in den Kitas bekommen. Die Begründung des Bundes ist relativ gut, weil sie schreiben, das ist Länderaufgabe und so ist es auch. Allerdings hat in Schleswig-Holstein die letzte Landesregierung diese Sprachförderung auch mit dem neuen Kita-Gesetz weggestrichen. Und immerhin können wir darüber informieren, dass wir in Flensburg dafür gesorgt haben, vor 2 Jahren, dass die Förderung fortgesetzt wird und dass wir als Kommune jetzt über eine freiwillige Leistung diese Aufgabe übernehmen. Wir konnten mittlerweile über 500 Kinder in diesen Gruppen eine weitere Sprachförderung geben. Das hat uns in den letzten 1,5, 2 Jahren 200.000 Euro gekostet. Aber wir werden versuchen, dieses Programm fortzusetzen, dabei zu bleiben und weiterhin diese Gruppen anzubieten, weil wir glauben, es ist wichtig, diese extra Förderung zu erreichen.